Ich möchte dich ganz herzlich zu dem heutigen Videoimpuls begrüßen. Eingeladen zum Fest des Glaubens, haben wir gerade gehört. Eingeladen zum Fest des Glaubens. Gerade habe ich auch diese Gruppenkerzen der Kommunionkinder angezündet. Eingeladen zum Fest des Glaubens, wärt ihr heute hier gewesen. Heute am 26. April hätte hier die Erstkommunionfeier in St. Georg stattgefunden. Draußen auf dem Vorplatz, draußen vor dem Pfarrhaus wäre jetzt stetiges Treiben gewesen. Alle Kommunionkinder wären versammelt unten am Pfarrhaus und auf der Terrasse des Pfarrhauses würde der Fotograf jetzt Bilder schießen von euch, von euren Gruppen und Einzelporträts. Eine ganz besondere Aufregung liegt jetzt in der Luft, eine Freude. Und hier oben in der Kirche würde es immer voller werden. Die Gäste würden strömen, alle wären fröhlich und würden auf dieses Ereignis besonders schauen. Die Kinder würden das erste Mal Jesus ganz besonders kennenlernen. Eingeladen zum Fest des Glaubens. Auf diesen Moment dürft ihr euch noch freuen. Nämlich, dass ihr zur Kommunion gehen könnt. Und das wird eine Freude sein, dieser Moment, wenn er kommt, in dem wir alle wieder uns begegnen können. Ja, die Nähe zulassen können, das, was wir so unendlich auch brauchen miteinander. Wir werden dann sprichwörtlich aus der jetzigen Isolation, die wir noch erleben, auferstehen. Schauen wir einmal auf das heutige Evangelium. Vielleicht bietet es uns in dieser ungewöhnlichen Zeit eine tröstliche Perspektive an. Hört einmal zu. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kanaa und Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Das Evangelium stärke unseren Glauben. Der Schreiber von dem Johannesevangelium erzählt uns etwas von dem auferstandenen Jesus. Nachdem Jesus nicht mehr unter ihnen ist,
tun die Jünger wieder das, was sie aus ihrem frühen Alltag gut kennen. Sie gehen gemeinsam fischen. Unerwartet, mitten in diesem Alltag, steht der auferstandene Jesus am Ufer. Aber sie erkennen ihn zuerst nicht. An dem großen Fischfang und der Einladung zum gemeinsamen Mahl erkennen sie, dass es Jesus ist. Was für eine frohmachende und zuversichtliche Botschaft an uns. Denn mitten in unserem Alltag, mitten in unserer Traurigkeit zum Beispiel über die noch nicht stattfindende Kommunionfeier, mitten in unseren Sorgen um die ungewisse Zukunft, mitten in unseren Zweifeln und Ängsten, ruft uns das heutige Evangelium zu: Jesus steht am Ufer und wartet auf uns. Jesus steht am Ufer in unserem Alltag. Vielleicht erkennen wir ihn nicht sofort. Vielleicht erst ein wenig später. Die Zusage gilt. Jesus steht am Ufer und wartet auf uns. Auch heute. In dieser österlichen Zuversicht brennt auch die Osterkerze hier in der Kirche. Und in dieser Zuversicht können wir es auch wagen, all das, was uns bewegt, in das Gebet mit hineinzunehmen, das uns immer wieder die Kraft und die Zuversicht für den Tag schenken möchte. Das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, du bist da. Du stehst am Ufer. Du vertraust uns. Du willst uns ein Leben in Fülle schenken. Und in diesem Vertrauen bitten wir dich um deinen Segen. Für die Kommunionkinder und deren Familien. Für die Menschen, denen es nicht gut geht. Die einsam, verzweifelt, krank und ja ohne Perspektive sind. Jesus, du stehst am Ufer unseres Lebens. Segne uns, alle Menschen, an die wir denken, die einen Platz in unserem Leben haben, in unserem Herzen haben, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die nächste Videobotschaft erscheint am kommenden Sonntag. Schau mal wieder vorbei. Alles Gute und bleib gesund.